Dieser Text hat aber auch noch einige Probleme mit Sonderzeichen, beispielsweise mit den Anführungszeichen. Ich bevorzuge die französischen Anführungs- und Schlusszeichen. Hier hat es aber noch ein deutsches drin. Man muss einfach konsequent sein. Und jetzt ist die Frage, ja, wo finde ich denn dieses? Natürlich könnte ich jetzt mit dem vorher kennengelernten Befehl, Befehl C, Befehl V, das Zeichen von oben kopieren und hier wieder einfügen. Aber letztlich müssen wir diese Zeichen ja doch auf Anhieb finden. Falls es bei dir noch nicht geschehen sein sollte, so musst du die Tastaturübersicht einblenden lassen. Das machst du über Systemeinstellungen, Tastatur. Hier musst du diese Markierung setzen, Tastatur und Symbolübersichten in Menüleiste anzeigen. Jetzt kannst du bequem hier oben die Tastaturübersicht einblenden, übrigens auch für Sonderzeichen die Symbole. Das ist jetzt recht praktisch. Da kannst du ein bisschen pröbeln, zum Beispiel dieses Anführungszeichen suchen, indem du mal einfach verschiedene Tasten drückst. Die Alt-Taste zeigt dir, das ist Alt, wäre das eröffnende Anführungszeichen und zusätzlich noch die Umschalt-Taste wäre das schließende. Machen wir das gleich. Alt, und Alt, Umschalt, um das wieder abzuschließen. Dann haben wir auch noch hier einen falschen Gedankenstrich. Dieser Strich hier wird für Trennungen gebraucht. Der Gedankenstrich, der ist länger. Auch hier wieder siehst du, wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, in diesem Fall, das ist beim Minus, also Alt-Minus, wäre ein etwas breiterer Strich. Und als letztes haben wir hier noch die Fortsetzungspunkte. Das sind drei aufeinanderfolgende Punkte. Das ist nicht sehr hübsch, die sind viel zu nahe beieinander. Mit einem Alt-Punkt, wie du siehst, haben wir die elegantere Lösung. Und das ist eben auch jetzt genau ein Zeichen, nicht drei aufeinanderfolgende.